Dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Kaum eine Meldung ist bei Internetnutzern so verhasst wie diese. Ob Serien wie House of Cards oder Übertragungen der englischen Fußballliga, viele Videoangebote kann man in Deutschland nur spät, teuer oder gar nicht sehen. Der Name solcher Netzsperren auf Grundlage des Aufenthaltsortes der Nutzer? Geoblocking. Und Geoblocking zeigt, selbst das eigentlich grenzenlose Internet ist noch von vielen Mauern durchzogen. Und wer trotz Geosperre aktuelle Serien sehen will, der weicht deshalb oft auf illegale Angebote aus. Julia Reda hat dem Geoblocking den Kampf angesagt. Mit einer Kampagne will die Europaabgeordnete den Gesetzgeber dazu bewegen, die Blockaden im Netz wenigstens innerhalb Europas zu beenden. So gut wie alle Reaktionen, die ich in der Öffentlichkeit zu dem Thema bekomme, ist, dass Leute von Geoblocking extrem genervt sind und überhaupt nicht verstehen können, wie in einem geeinten Europa solche künstlichen Grenzen im Internet immer noch bestehen können. Alleine ist Reda mit ihrem Ziel nicht. Auch die Europäische Kommission teilt ihre Auffassung, dass virtuelle Grenzen und ein vereintes Europa nicht zusammenpassen. 2015 ruft Kommissionsvizepräsident Andrus Ansip sogar dazu auf, die ungeliebte Technik ganz abzuschaffen. Wir müssen das Geoblocking beenden. Dies ist ein Muss. This is must. Doch passiert ist seitdem nur wenig. Statt eines generellen Geoblocking-Verbots wird jetzt diskutiert, ob EU-Bürger ihre Lieblingsserien für kurze Zeit, zum Beispiel während der Ferien, auch im Ausland streamen können. Wer im Ausland arbeitet oder wer zu einer sprachlichen Minderheit gehört, würde also weiterhin in die Röhre gucken. Grund für diesen Sinneswandel ist insbesondere der Widerstand der Filmindustrie. Auch Produzent Dan Mark ist entschieden gegen die Abschaffung des Geoblocking. Wenn man das Geoblocking abschafft, ist das auch mitunter das Ende der europäischen Filmproduktionskultur und auch Branche. Man muss es letztendlich so sehen, dass das Geoblocking für uns Territorien eben eingrenzt als solches, die für uns Handelsplätze sind. Seine Befürchtung? Ohne Geoblocking könnte die Finanzierung neuer Filme unmöglich werden. Denn wie schon zu Zeiten des Celluloid-Films ist auch die Vermarktung digitaler Inhalte immer noch streng nach Ländergrenzen organisiert. Sollten Produzenten gezwungen werden, in Zukunft nur noch Europa- oder gar weltweite Lizenzen anzubieten, drohen laut Mark Einnahmeausfälle. Denn vor allem besonders teure Produktionen spielen ihr Geld oft erst im Ausland ein. So wie die Serie Deutschland 83, die in Deutschland kaum jemand sehen wollte. Erst über die Vermarktung im Ausland wurde sie auch ein kommerzieller Erfolg. Julia Reda glaubt nicht, dass die Filmindustrie ohne Geoblockaden kollabieren würde. Und ein Geschäftsmodell, das auf dem Aussperren europäischer Bürger beruht, ist mit dem Prinzip des europäischen Binnenmarkts nicht vereinbar. Wenn niemand die Inhalte im Ausland schaut, dann entsteht den Rechteinhabern auch kein Schaden. Wenn aber es Leute gibt in anderen Ländern, die Inhalte schauen wollen, dann sind das auch potenzielle Kundinnen und Kunden. Unterstützung findet Reda zum Beispiel beim Europäischen Verbraucherverband BEUC. Ursula Pachel kritisiert, dass sich die EU bisher viel zu lange auf die Interessen der Industrie konzentriert hat und dass es ja gerade im europäischen Binnenmarkt überhaupt keinen guten Grund gibt, warum die Verbraucher nicht schlussendlich auch profitieren sollen von diesem Binnenmarkt. Es hat ja in den letzten 40 Jahren eigentlich das Bestreben gegeben, im Sinne der Unternehmer die Märkte zu öffnen. Bisher hat man zu wenig auf die andere Seite geschaut, nämlich auf die Seite der Verbraucher, die nämlich auch Zugang haben sollen zu diesen Märkten. Es wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis sich Kommission, Rat und Parlament auf eine gemeinsame Position verständigt haben. Und noch länger, bis eine Neuregelung endlich bei den Bürgern ankommen wird. Sollte es Brüssel jedoch nicht gelingen, eine wesentliche Verbesserung für die Zuschauer zu erreichen, werden wohl vor allem illegale Videoportale profitieren. Denn die verzichten schon heute auf Geoblocking und zahlen der Filmindustrie keinen Cent.